Hallihallo, ich bin Fett Miri von Fettspielen.de und ich bin mit Movistar Planet für euch am Start. Und wir beginnen auch gleich. Wir hatten ja letzte Woche und die Woche davor so kleine zwei Instagram-Specials, wo ihr mit dem Hashtag Fettspielen und letzte Woche mit dem Hashtag Fettspielen und danke Stefan, ja, eure Looks posten solltet. Und es haben auch einige gemacht. Finde ich super, dass so viele mitgemacht haben. Ja. Dankeschön erstmal und die süße Honey, Moment, ich muss noch das Leerzeichen wegmachen, die süße Honey, genau, die hat es geschafft, sich einen Gästebucheintrag zu holen, ja, und schreiben wir mal, hey, süße, weil sie ist ja die süße Honey, oh, da habe ich ein Leerzeichen vergessen, hey süße, ich bin's, ups, fett, Miri, wie geht es dir? Yeah, gut. Achso, nee, nochmal fett Miri brauche ich, glaube ich, nicht schreiben. Schreibe ich nur liebe Grüße. So, ja, das habe ich gemacht. Mein Gästebucheintrag ist erfüllt und einen Look bekommt sie jetzt natürlich auch noch. Und was ich übrigens mal an dieser Stelle erwähnen möchte, ich habe ja jetzt zwei Instagram-Special gemacht, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, aber, oh Gott, der hat ja gar keine Klamotten. Ich kann ja gar keinen Look machen. Okay, die süße Honey, tut mir leid, ich kann dir keinen Look machen, nichts da. Das geht nicht. Sorry. Ja, ich weiß auch nicht warum. Oder ist das wieder ein Spind wie der MSP oder so? Ich guck mal. Neuen Look schaffen? Nee, du hast wirklich nur diese paar Sachen. Na gut, dann hat sich das mit dem Look erledigt, aber einen Gästebucheintrag hast du bekommen. Ja, und jetzt haben wir Amanda 1933. Die wollte ein Wunschlistengeschenk und ebenfalls ein Look. Ja, alle wollten ein Look. Was ich sagen wollte, also wir haben ja zwei Instagram-Special gemacht, ne? Und jetzt dachte ich mir mal, ist ein Facebook-Special dran. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Glaube ich zumindest nicht. Nein. Genau, und ich werde dieses Let's Play-Video, also 134 sind wir ja jetzt schon, ne? Werde ich auf unserer Facebook-Page posten, fettspielen.de, ja, und ich werde es natürlich nochmal den Link auch in die Videobeschreibung packen, dass ihr dazu dass ihr zu unserer Facebook-Seite findet. Oh, was stand da? Fett Miri? Fett Miri, du bist die Beste! Hihi, dankeschön! Schaffe einen neuen Look, ja, mache ich. Und scheinbar ist sie gerade online. Ja, genau, Facebook-Special. Ich poste das Video, also mit der Nummer 134, das Let's Play. Und darunter, also direkt unter das Video, könnt ihr dann kommentieren, was ihr für einen MSP-Namen und einen Wunsch habt. Und ja, ihr könnt natürlich, entweder geht ihr auf den Link, den ich in die Videobeschreibung reinmache, oder ihr sucht einfach bei Facebook fettspielen.de, da findet ihr uns natürlich auch, ja? Also das ist gar kein Problem. So, und wir erstellen jetzt mal einen Look, würde ich sagen. Hier, da gibt es die braunen Haare auf den Kopf. Was hast du noch an Tolles an Klamotten? Vielleicht das hier. Ui, aber da fehlt noch eine Hose. Eindeutig, ja, würde ich sagen. Oh, das ist ja auch sehr bunt und retro. Vielleicht die weiße, die ist doch schick. Ja, die finde ich gut. Die nehmen wir mal. Und hier die ganz gar nicht hohen Schuhe. Und dann pinkes Make-up. So, das hier ist jetzt mein schicker Look für dich, Amanda 1933. Ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, du magst ihn. Und ja, denk dran, also Facebook-Special, ne? So, habe ich jetzt nochmal, soll ich es nochmal sagen? Habt ihr es alle verstanden? Ich weiß nicht, ob ich würde mich, glaube ich, manchmal selbst nicht verstehen, wenn ich das erkläre. Weil erklären bin ich, muss ich zugeben, bin ich wirklich nicht so gut. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Katja 224, ein Gästebucheintrag und ein Wunschlistengeschenk machen. Und ja, also ich poste dieses Let's Play auf unserer Facebook-Page, fettspielen.de. Entweder könnt ihr fettspielen.de über Facebook suchen oder ihr nehmt den Link in der Videobeschreibung. Und direkt unter das Video könnt ihr einen Comment schreiben. Natürlich könnt ihr auch gerne ein Like setzen mit eurem MSP-Namen und eurem Wunsch. So, ich glaube, das war jetzt besser erklärt, oder? Ich hoffe es. Wenn nicht, naja, ja gut. Dann schreibt es einfach unter das Video. Ja, hier gibt es keine Wunschliste. Katja 2244 hat nichts auf ihrer Wunschliste. Das heißt, wir müssen ihr was schenken. Wir schenken ihr eine Kerze, damit ihr ein Licht aufgeht. So, und ein Gästebucheintrag. Hey Katja, ich habe dir eine Kerze geschenkt. Liebe Grüße, Fett Miri. Yes. So, Katja hat eine Kerze bekommen und jetzt bekommt noch, ganz komischer Name, also das ist ganz komisch, aber ich kann damit nichts anfangen, Haruno Xuzumaki.
Oh, hab's so richtig geschrieben? Und sie hat ihren Namen auch richtig geschrieben. Sie bekommt jetzt ein Wunschlistengeschenk und auch einen Look von mir. Es wollten so viele Looks bei Instagram. Ja, oh, die ist doch cool. Die schenke ich ihr. Die finde ich schön. Die finde ich schön. Vielleicht macht es gleich auf, dann kann ich ihr gleich als in den Look reinmachen. Ja, also als Frisur verpassen. So, oh, sie sieht ein bisschen creepy aus, ne? So, sie hat blaue Haut, hellblaue Haut. Ist das normal? Bist du gesund? Geht's dir gut? Ach, jetzt lädt der Kleiderschrank mal wieder nicht. Okay, da muss ich nochmal suchen oder was? Nee, neuen Look schaffen. Vielleicht geht's jetzt. Mal gucken. Kommen wir zu den Haaren? Ja, jetzt geht's. Okay, dann nochmal kurz ausziehen. Und sie scheint schwarze Haare zu mögen. Ne? Hier sind wirklich fast alle Haare schwarz. Und wir werden jetzt mal, welche nehmen wir? Die hier. Ja, die sind schön, finde ich. Und vielleicht sollten wir auch so ein bisschen so schwarz-weißen Look machen, wenn du da drauf so abfährst. Also zumindest hat man das ja bei deinem... Ach, guck mal hier. Ein ganz normales Basic-Shirt. Das habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Einfach ein ganz normales schwarzes T-Shirt, ja. Was haben wir noch? Das ist toll. Ja, das ist bisher mein Favorit. Oder das hier. Ui, ja, das ist doch auch toll. Okay, doch nicht. Sah besser aus im Kleiderschrank, als sie jetzt, wo sie es anhatte. Das geht mir übrigens auch mal, also voll oft irgendwie so, dass wenn ich was sehe und ich denke, das gefällt mir, ne, und dann ziehe ich das an und dann sieht es an mir total scheiße aus. Also so, wenn es da hängt, ist schön, aber wenn ich es anhabe, ist es halt nicht mehr so schön irgendwie. Das ist immer so ein bisschen deprimierend, wenn man denkt so, oh, das sieht immer so schön aus und ja. Naja, dann soll es halt immer nicht sein, denke ich mir, ne. Das ist genauso, wenn ich auch mal shoppen gehe oder so und dann mit nichts gibt es auch wirklich Tage. Also entweder kaufe ich ultra viel, ja, bin danach pleite oder ich komme wieder und habe nichts gekauft. So ein Mittelding gibt es zwar auch, ja, aber wenn ich nichts gekauft habe, denke ich mir halt immer, ja, dann hebe ich mir das Geld fürs nächste Mal auf, wenn es dann wieder was Besseres gibt, ne. Ja, und das lohnt sich auch meistens. Also gebe ich euch einen Rat, seid nicht traurig, wenn ihr nichts findet, sondern wartet einfach, bis es das nächste Mal geht und dann werdet ihr euer Geld bestimmt los. Jo. So, was nehmen wir denn für Schuhe? Oh Gott, die Hose ist grässlich. Ich finde die Hose grässlich. Ich muss noch Hotpants nehmen. So, ja. So sieht das gleich viel ansehnlicher aus. Okay, das ist zu sporty. Zu schick. Wir brauchen sportliche Schuhe. Ich hoffe, sie hat sowas. Die oder die hier mit Rot? Ja, die finde ich schon mal gut. Oder die weißen? Nein, die finde ich schon mal gut. Ja, die nehmen wir. Und jetzt brauchen wir noch Accessoires. Vielleicht hier so einen Schwimmring. Schwimmring? Nennt man das überhaupt Schwimmring? Ich weiß nicht, Schwimmreifen? Schwimmflügel? Nein, ich weiß, dass man es nicht Schwimmflügel nennt. Aber wir brauchen jetzt noch Accessoires. Accessoires. Ich versuche mich zu verbessern, dass ich das nur noch Accessoires sage. Aber ich glaube, das geht nicht mehr aus meinem Gehirn raus. Da hatte ich ja gestern schon so ein bisschen das Thema. Und am Wochenende hatten natürlich Fat Fred und ich das Thema im Let's Play Together. Gut. Die Brille muss weg. Wir brauchen noch was. Okay, wir kriegen nichts. Okay, das passt. Das ist jetzt mein Look. Das ist mein Kussmund-Look. Ja, Harunox Utsumaki. Hört sich an wie eine Sushi-Rolle, finde ich. Ich esse ja auch gern Sushi. Ja, da gibt es auch Maki-Rollen, ne? Gut. Also, habe ich schon alles gemacht? Nee. Ist noch jemand dran? 3, 2, 4. Lol. Wollt ihr auch einen Look oder einen Gästebereintrag? Ich sag ja, alle wollten Looks. So, ich mache dir jetzt einen Look. Hey, 3, 4, 2, lol. Ich mache dir jetzt einen Look. Damn. Ja. Aber sofort. Sofort mache ich das, ja? Okay. Was hat sie denn da für eine Föhnwelle auf dem Kopf? Aber sieht irgendwie schön aus, finde ich. Ja, und die nehmen wir auch. Okay, jetzt weiß ich auch, warum sie die Föhnwelle aufkommt. Aber das hier, hatte sie das an? Nee, hatte sie nicht, ne? Das Kleid finde ich toll. Mit dieser Schleife da vorne finde ich echt schön. Oh, ich sehe schon, das geht ruckzuck hier mit dem Look. Wollen wir das mal nehmen? So ganz verrückt. Die Schuhe, ja. Ja, nehmen wir einfach mal. Und, nee. Die Ohrringe vielleicht noch dazu, ja. So, und das ist jetzt mein... Crazy, lol. So heißt mein Look. Und zum Schluss machen wir noch ein paar Geschenke auf, würde ich sagen. Ich habe schon, diese Woche habe ich ja noch gar keine Geschenke aufgemacht. Fat Miri 2014. Was schenkt sie denn? Fat Miri eine Hanging Cloud. Fat Miri 2014 schenkt
Mir, oh ja, danke! Die habe ich ja gestern auf meine Wunschliste gemacht. Vielen Dank dafür. Nerd and You schenkt mir die Crumpy Couch. Coco Miranda, eine Schmeißfliege und ein Nature Lover Bild. Und Pinky 2410, oh, lecker Eis. Vielen Dank. Das werde ich gleich essen. Hashtag Cinderella. Was hat sie denn für mich? Sweet Jane. Okay, eine schicke Schleife. Hallo YouTube XD. Ein schickes Tanktop. Und was gibt es noch von ihr? Ein Rainbow Heart. Das ist auch cool, finde ich. Toto 2005 schenkt mir einen Luxus-Elefantenstuhl oder was soll das sein? Oder so ein Podest, ne, wo die immer ihre Kunststückchen drauf machen. Window, ja, also ein Fenster von Raven 2413 und Laura 2555. Eine schicke High-Waisted Hose, Hotpants in grün. Ja, vielen Dank, das war's für heute. Und ja, denkt an das Facebook-Special, ja, ich poste das. Werde das gleich direkt im Anschluss posten, dass ihr auch darunter schreiben könnt. Und ich drücke euch die Daumen. Macht's gut, eure Miri.